denen keine Intelligenz zusprechen. Und was ist das für eine Arroganz, die wir gegenüber den Pflanzen haben? Und warum das Pilzenkraut plötzlich hinter dem Haus wächst? Was der Kuckuck. Vielleicht, weil ich hier etwas darüber sagen soll. Hat es wenigstens in den Sinn gebracht. Das Wort Pilzen, Bil, ist ein indoeuropäisches Wort. Pilzen, Venus, Pilzen ist eigentlich über das Keltische zu uns gekommen. Und das Wort Pilzen, Bil, ist bedeutet mit Macht gefüllt. Es bedeutet Gewalt. Es ist Bil, Belenos ist der altkeltische Name für den Sonnen, für die Sonne, für den Sonnengott. Die Sonne wurde gesehen in also viele verschiedene Aspekte der Sonne wurden wahrgenommen, aber dieser Aspekt als Belenos ist, geht zurück in das Neolithikum zu den Megalithvölkern. Also ein sehr alter Begriff. Und es ist, es ist die Sonne, die Gestalt bewirkend, formend in die Erde, in die Materie hineingreift, gestaltgebend. Ihr Bild ist nicht so, ist das die gestaltgebende Kraft. Und so wirkt die Sonne, das sagt Physiker Hans-Peter Dürr, sagte zum Beispiel, ich nenne die Sonne die gestaltgebende Kraft in der Natur. Es ist die ordnende Kraft. Es ist, die Sonne ist vermählt mit der Pflanzenwelt oder mit der Natur, mit der Göttin, der Fluss, der Göttin im Fluss und gibt ihr die Gestalt in der Vermählung. Und die Vermählung wurde seit dem Neolithikum in Europa, im Megalithikum gefeiert im Mai, im Wonnemonat Mai, wo ein Maibaum aufgestellt wurde, der geschält wurde bis auf eine grüne Spitze und einen Blütenkranz durchtrank, der mit roten Bändern geschmückt war. Und das ist sozusagen unser westliches Lingam Yoni. Und das wurde im Wonnemonat Mai gefeiert. Und in der Zeit erscheint Belenos, Bel, diese Gottheit, erscheint. Vorher in der alten Imagination war sie noch verhüllt, so wie der Berserker, als Bär gehüllt. Und die Göttin war eine Jungfrau. Und nun im Mai ist das Freudenfest und sie vermählen sich. Und immer wenn die Götter nahe kommen und die Götter feiern, werden die Menschen mitgerissen. Wir haben Nachklänge, Echos von diesem Fest noch immer. Es werden noch immer Maibäume aufgestellt und wir wissen nicht genau, warum das gemacht wird. Aber es ist diese bildende Kraft, die in die Natur hineinwirkt. Es ist so, dass wenn das Sonnenlicht nicht da ist in der Pflanzenwelt, dann ist die Pflanzenwelt amorph. Das sieht man in der Kartoffel, das sieht man in der Kartoffel im dunklen Keller, die weiß, jetzt ist grün und fängt an zu wachsen. Aber das ist so die schlangenartig und blass. Aber sobald, sagen wir mal, im Keller, wo die Kartoffeln aufgewacht sind, da ist da ein kleines Loch im Fenster, also kommt Licht durch. Sobald das Licht kommt, nimmt sie ihre archetypische Gestalt an, wird aufrecht und nimmt ihre ihre Form an. Und auch mit den Pilzen. Pilze sind ja im Grunde genommen riesige, mächtige, amorphe Wesen, die den Boden durchwuchern und sie wollen nichts von dem Licht haben, aber sie müssen, um sich vorzupflanzen, müssen sie
indem sie Ausrüstungen haben wie brünftige Schweine, sodass sie die Schweine mit ihren Schnauzen aufwühlen und dann kommen die Pilzsporen auf die Nase und so werden die beim weiteren Wühlen verbreitet. Aber sobald sie sich die Pilze vermehren wollen, dann wachsen die Hyphen zusammen und sie machen Fruchtkörper. Und im Licht der Sonne werden sie wunderschön. Also hier haben wir Beispiele. Das Licht ist das Formgebende und das ist die Bildkraft, das ist die Bildekraft. So hat Rudolf Steiner in einem ganz starken Wortsinn diese Kraft auch Bildekraft genannt. Ja, und nun, wie genau wie die göttliche Sonne wirkt und in der Natur Formen bildet, gestaltet, wirkt, im Zusammenwirken dieser kosmischen Polarität. Genauso wirkt sie auch im Mikrokosmos, sodass, und hier zitiere ich Christian Mensch in seinem Urbuch sagt er, Bilzenkraut hilft, dass die Bilder aufsteigen und wir sie in einer tiefen Schau so ungefähr wahrnehmen können. Also auch in uns ist es so, dass das Bilzenkraut bildend wirken kann, sodass innere Bilder erscheinen können, starke Bilder. Deswegen war Bilzenkraut auch die Pflanze, die als sakrales Kultbier bei den Feiertagen des Sonnengottes Belenos getrunken wurde. Also Bilzenbier wurde im gesellschaftlichen Kontext, man kann es nicht einzeln trinken, dann ist es lebensgefährlich, aber eben zu Feiertagen, wie eben das Maifest, Venus, oder das Sommersonnenfest, da wurde Pilzenkraut getrunken, im Gegensatz zu Fliegenpilzen, die wurden meistens eingenommen, weil sie ganz tief innig machen. Und die wurden eingenommen zur Wintersonnenwendezeit, Teil des Wintersonnenwendes. Mysterium, also fast wie so eine Art Dialektik zwischen Pilzenkraut und Fliegenpilz in den europäischen endogenen Substanzen. Ja. Und nun, das half den Menschen, die Götter zu erleben und zu sehen. Und bei solchen Jahreszeitfesten wie eben im Mai oder Mittsommer und auch andere, da treten ja, das lernen wir vor allem aus keltischen Überlieferungen, aber sonst überhaupt, dann kommen die Götter den Menschen sehr nah und der Mensch öffnet sich und gewahrt die Gegenwart der Götter und wird berauscht. Jedes Mal, wenn die Götter nahe treten, dann hört der alltägliche Verstand auf und wir werden von der Nähe der Götter berauscht. So ungefähr wie die Hunde, die da so fröhlich laufen und dann kommt der Mensch und sagt, hey, du Mutschi. Ja, das ist so ein Mutsch. Ja, und das ist eigentlich ein Teil. Das Bilzenkraut hilft, den göttlichen Urgrund zu sehen. Deswegen scheint es gewesen zu sein bei den Germanen, die diesen Kult übernommen hatten, und bei den Kelten auf jeden Fall, dass die Ratsversammlungen, die Themen, wo Entscheidungen getroffen werden, was ist, was ist nicht, what matters, was ist Sache, what does not matter, what is das war mein Ting. Das Ting heißt, ist verwandelt mit im Englischen Thing. I think heißt ein Ding aus etwas machen, in die konkrete Wirklichkeit hineinziehen etwas oder eben nicht hineinziehen.
Übrigens, das Wort ist übrigens auch verwandt mit dem Wort Dank. Thank. Wenn jemand dankt, dann denkt man an ihn und hält ihn durch seine Gedanken, hält ihn in Dasein und gibt ihm Kraft. Das ist alles anders, als wenn man also ein paar Drehzigaretten kauft und sagt, ja, warte, viel Wort noch, merci. So, dass man denkt dann nie wieder dran. Das ist nur eine Wortfloskel. Aber echter Dank ist, man trägt das Wesen in den Gedanken und hilft ihm im Dasein. Das ist, wo wir jetzt sind, im Dasein. Das ist der Sinn der Verkörperung, dass wir da sind. Deswegen bin ich ein großer Fan von der Brennnessel. Und wenn ich da die Esoterik der Schweden sehe, die Wahnvorstellung von, ah, die Elfen, die meisten Wesenheiten, und dann fallen sie in den Brennnessel. Sind sie wieder da? Das ist unsere Gäste, Psycho, also Geist und Seele bewegen, Pflanzen, die sogar auf ihn. Nun, ich aufhöre, das ist ja ganz lange Sache hier, da könnte man erzählen. Ich aufhöre, erzähle ich nochmal was von einem Aspekt von Pilsen. Wir haben Verwandte in Norwegen, Zellestal, und da sind wir eingeladen worden. Und da haben sie, es kam jetzt Haus, alles so komplett und sauber. Da sieht sogar ein Schweizer aus wie eine Dreckbude. Man hätte auf dem Fußboden essen können. Und super Patreon, Fahne flatterte vor dem Haus. Der Käse und die Butter hatten kleine Flaggen aufgestellt. Und diese Familie ist aus der Staatskirche ausgetreten, weil die nicht fromm genug sind und nicht oft genug beten. Und da kam man rein und die Hausherrin war eine sehr dicke und mächtige, eine ehemalige Krankenschwester und der Mann. Das kleine dürres Männlein. Und er hatte Asthma. Und seit er im Ruhestand war, war das Asthma viel schlimmer geworden. Und er war zum Arzt gegangen, der Arzt sagte: Ja, Sie müssen damit den Rest Ihres Lebens zurechtkommen, und er war dauernd bei ein paar Ameisen. Dann sagte er, du kennst dich doch irgendwie aus mit Heilkräutern, gibt's da nichts? Ja, wenn Leute kommen und mich fragen, da fällt mir meistens nichts ein. Also wenn man alles so im Kopf gespeichert hat, dann geht das. Aber das ist was anderes, als wir Inspirationen bekommen. Also gibt es so viele, viele, viele Heilpflanzen, woher weiß man, dass das Richtige ist? Für den Menschen zu der Zeit. Und meistens zeigt sich dann irgendwie, ich weiß, wenn man Glück hat, wenn der Segen da ist, zeigt sich dann die Pflanze und das ist dann die richtige. Er sagt, ja, Sebastian, gibt es da ein Kraut? Und ich dachte, was gibt es denn da? Ephedrin oder so, das ist auch nicht so gut. Ich sage, ja, ich überlege es mir, aber mir fiel nichts ein. Und an dem Abend bin ich dann über den Hügel gegangen und war schön Sonnenuntergang und legte mich hin und da flogen zwei Raben vorbei, so auf dem Weg zum Nest. Und in dem Moment kam die Einsicht. Und die Einsicht war, ja, da gab es ja die altmodischen Asthma-Zigaretten. Und die kannte ich noch aus den USA, wo ich aufgewachsen bin. Immer wenn es kein Marijuana gab, in den frühen 60er Jahren, wo White Middle Class Boys nur keine Ahnung hatten, wie man mit diesen Sachen umgeht. Und wenn kein Marijuana da war, dann ist man zum Drugstore gegangen und hat sich Asthma-Zigaretten gekauft. Man hat auch Husten vorgetäuscht und ist zur Universitätsklinik gegangen und hat Kodein gekriegt. So alles, was getönte, wurde da ausprobiert. Es war eine Zeit der Experimentierung.
Frisch hat und wenn man das gut raucht, dann löst sich die Seele, der Astralleib vom Körper und man hat dann eigenartige Erlebnisse. Die Regierung ist natürlich draufgekommen und als Regierung würde ich auch nicht tolerieren, wenn da Menschen ihr eigenes Bewusstsein einstellen wollen. Und so wurde die Asthma-Zigarette verboten. Aber der alte Norweger, das kam mir in den Sinn. Und ich sage, ja, mach ich so eine Zigarette, die besteht aus 10 Teilen Huflattich, Tussilago, und einem Teil Pilzenkrautblättern. Ja, natürlich hat er das nicht und da habe ich ihm das dann geschickt. Habe ich dann zu Hause zusammengemischt, ihm eine Asthma-Zigarette geschickt. Nach einem Monat sagte er, er ist asthmafrei. Und ich wusste auch warum. Der Huflattich beruhigt die Lunge. Und ist wirklich, deswegen heißt es Tussilago, ist ja Tusserre, also Husten. Es ist das beste Mittel, das es überhaupt für die Lungen gibt. Inzwischen im EU-Raum auch verboten, weil man dort sogenannte Politik einfach rübergefunden hat. Und wenn als normaler Mensch, und das für Bio, was, Bio, das muss ja schrecklich sein. Ja. Deswegen ist es ja auch verboten. Obwohl Veronika Carstens, das war die Chefin von den Naturheilärzten in Deutschland, sagte: Ja, wenn man mir den Huflattich verbietet, dann pflanze ich ihn mir in meinem Garten an. Das war ein großer Schmäh mit Theodizidinen, ja, das ist rein Alkaloid, das ist hochgefährlich, aber das ist eine uralte Kulturpflanze und nie war es die. Nie ist die therapeutische Dosis annähernd gefährlich. Ja gut, ich habe ihm diese Zigarette geschickt, er hat es geraucht, er war frei von dem Dämon, der ihn geritten hat. Und ich wusste auch warum, denn das war so sauber und sie war so dominierend. Das ist arme Männlein, nachdem es im Ruhestand war und dann zu Hause, hast du dir ja nicht die Schuhe ausgezogen? Da hast du einen Tropfen gemacht und lässt mal die Abwehr raus. Und ausatmen geht ja. Ich meine, einatmen geht ja bei der ersten. Aber aus. Man könnte ja ein Staubkörnchen in Bewegung bringen. Ja. Und es ist das Wilsenkraut, das ihn so ein bisschen in sein christliches Leben so ein bisschen Teufel vorbeigetan. Hast du dir die Schuhe nicht ausgezogen? Ja, wahrscheinlich gesagt, na und? Ja, und das war natürlich sehr glücklich. Ein paar Monate später gab es wieder einen Brief. Jetzt hatte das kleine Enkelkind Asthma plötzlich. Da kam mir in den Sinn etwas, was Paracelsus sagte, dass Krankheiten nicht nur Symptome sind oder physiologische Abläufe, sondern Wesenheiten, die wandern und springen können. Da ist dieser Asthma in das kleine Kind. Das hat jetzt diese ganze Spannung getragen. Und vierjähriges Enkelkind, asthmatisch. Was kann man da machen, Körper? Geht nicht. Und da kam mir zum Glück auf die Idee, dass man das, dieses homöopathisch auf einer ganz niedrigen Potenz geben kann. Und meine Frau ein paar Töpfchen gemacht und hat das geschickt. Und dann hören wir, dass jetzt auch das Kind frei wurde. Aber das sind nur so Kleinigkeiten, die man da erzählen kann. Wunderbare Pflanze, eine Pflanze, die, wie Claudia sagte, bei Alaune, als der Kartoffelkäfer kam, da war es sehr schwer für Pilzenkraut zu überleben. Und die spanische Wildschnecke, die rote Schnecke, die ihr sicher in euren Gärten habt, die macht sich auch über das Pilzenkraut gerne her.
Ja, gut. Ich belasse es bei dem.